Wir sind noch immer beim Thema Usability Testing, ein Thema, um das es auch schon in den letzten 2 Wochen gegangen ist. Und vielleicht kurz zur Erinnerung und zum Überblick: Ein Usability Test als Projekt lässt sich im Großen und Ganzen in 4 große Phasen gliedern, die einfach chronologisch durchlaufen werden. Zuallererst Vorbereitung und Planung vom Usability Test, dann die Durchführung des eigentlichen Tests, Test-Sessions, wo man Testpersonen einlädt, mit ihnen arbeitet, sie bei der Arbeit beobachtet und diese Test-Sessions nutzt, um Daten zu gewinnen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Als 2. große Phase, das waren quasi die 2 Phasen, um die es in den letzten beiden Wochen gegangen ist. Und heute möchte ich zu den letzten beiden von diesen 4 großen Phasen kommen, die es da gibt, wenn man so einen Usability-Test durchführt, typischerweise, nämlich die Auswertung der Ergebnisse bzw. die Analyse der Ergebnisse. Und im Anschluss daran auch ganz wichtig, nicht zu vergessen, die Kommunikation der Ergebnisse. Die Test-Sessions, die man durchführt, die dienen ja in erster Linie dazu, dass man Daten, Informationen, Erkenntnisse gewinnt. Und der erste Schritt, bevor man mit der Auswertung der Daten überhaupt beginnen kann, ist, dass man sich überhaupt mal mit der Sichtung und mit der Konsolidierung und Sammlung der Daten und Informationen beschäftigen muss, weil bei einem Usability-Test hat man es üblicherweise mit sehr vielen unterschiedlichen Quellen von Daten zu tun. Einerseits Notizen, typischerweise schriftliche Notizen, sehr häufig von unterschiedlichen oder von mehreren Beobachterinnen und Beobachtern. Andererseits auch so Dinge wie Audio-, Videoaufnahmen, Screen-Recordings, dann vielleicht so Sachen wie Logfiles, falls Sie irgendwas im Hintergrund automatisiert mitprotokollieren während der Test-Sessions oder auch erhobene Messwerte wie zum Beispiel Zeitmessungen, Anzahl der Fehler, die aufgetreten sind, Anzahl der Hilfestellungen, die gegeben wurden und so weiter und so fort. Also viele, viele unterschiedliche Informationen aus teilweise unterschiedlichen Quellen, die man eben konsolidieren muss, die man sammeln muss, die man ordnen und strukturieren muss, bevor man mit der Analyse überhaupt beginnen kann. Und wenn man diese Informationen und Beobachtungen eingesammelt und strukturiert hat, dann ist der nächste Schritt, dass man eben an die Analyse der Daten herangeht und sich anschaut, wie lassen sich die einzelnen Beobachtungen, die da während des Tests gemacht wurden, während der Test-Sessions gemacht wurden, zu Problemen zusammenfassen. Welche Probleme traten auf? Wie häufig traten welche Probleme auf? Lassen sich diese Probleme, die da aufgetreten sind, irgendwie kategorisieren? Gibt es vielleicht kann man schon etwas darüber sagen, welche möglichen Ursachen es für Probleme gibt? Gibt es vielleicht mehrere Probleme, die sich auf dieselben Ursachen zurückführen lassen? Gibt es vielleicht Probleme, die auch durch mehrere unterschiedliche Ursachen, die zusammenwirken, erst entstehen? Und zu guter Letzt natürlich die wichtigste Frage: Wie könnte man die gefundenen Probleme dann schlussendlich lösen bzw. ausbessern? Bei den unterschiedlichen Daten, die bei einem Usability-Test rauskommen, kann man ganz grundsätzlich und fundamental unterscheiden zwischen quantitativen Daten und qualitativen Daten. Und quantitative Daten, ich habe es eh in anderen Vorlesungen schon mal gesagt, aber an der Stelle nochmal wiederholt, beziehungsweise ein bisschen konkreter aufs Thema Usability-Testing zugeschnitten. Quantitative Daten sind jede Art von Daten, die man als Zahl ausdrücken kann. Alles, was man als Zahl ausdrücken kann und was man mathematisch oder statistisch auswerten kann, sind quantitative Daten. Also das sind Daten, die Ihnen etwas darüber verraten, wie viele Testpersonen von etwas betroffen sind, beziehungsweise wie oft etwas auftritt zum Beispiel oder auch wie lange etwas dauert. Und einige Beispiele dafür für so typische quantitative Daten, die man im Rahmen von einem Usability-Test erhebt, sind eben so Dinge wie die Anzahl der Testpersonen, die einen Task erfolgreich erledigen konnten. Aus dieser Anzahl der Testpersonen kann man dann quasi die Erfolgsrate herausrechnen. Die benötigte Zeit, also die Zeit, die benötigt wird, um einen Task erledigen zu können, je schneller, desto besser, typischerweise. Die Anzahl der Fehler, die bei einem Task aufgetreten sind, beziehungsweise auch die Anzahl der Hilfestellungen, die bei einem Task aufgetreten sind. Und wenn man sich das anschaut, Anzahl der Fehler, Anzahl der Hilfestellungen, die aufgetreten sind, dann möchte ich dazu sagen, wenn Sie das analysieren, wenn Sie das auswerten, dann ist es in der Regel sinnvoller und aussagekräftiger, wenn Sie diese Daten pro Task zusammenfassen und nicht pro Testperson.
Also die Anzahl der Fehler pro Person ist ja quasi keine aussagekräftige Metrik für die Usability des Systems, sondern das ist eher eine aussagekräftige Metrik dafür, wie gut oder schlecht eine Person in der Erledigung der Aufgaben war. Was Sie ja interessiert ist, bei welchen Tasks sind Probleme aufgetreten? Und das finden Sie eben heraus, indem Sie die Daten pro Task und nicht pro Person analysieren. Betone ich an der Stelle auch deshalb, weil ich aus vergangenen Jahren weiß, dass manche Leute das eben anders geschnitten haben und dass das meistens kein sinnvoll konstruktiver Ansatz ist, um das zu machen. Unter Umständen kann es aber schon auch interessant sein, pro Person sich das Ganze anzuschauen, um zum Beispiel zu schauen, ob es einzelne Testpersonen gibt, die besonders gravierende Probleme gehabt haben und sich dann anzuschauen, ob es da vielleicht eine Erklärung dafür gibt, dass diese einzelnen Personen ausreißen oder dass man sich auch überlegt, sich anzuschauen, wenn die jetzt so stark ausreißen, sind deren Ergebnisse dann überhaupt repräsentativ und soll man die dann überhaupt berücksichtigen oder sollte man die als Ausreißer quasi außen vor lassen? Aber ansonsten typischerweise ist es sinnvoller eben, dass man diese Metriken pro Task betrachtet und angibt und definiert in der Auswertung. Dann eben auch so Sachen wie die Häufigkeit von Problemen, wie häufig ein Problem aufgetreten ist oder auch die Anzahl der Operationen zur Erledigung eines Tasks. Und diese quantitativen Daten, das sind eben Daten, die man dann mathematisch, statistisch auswerten kann. Für die meisten Usability-Tests, Entschuldigung, für die meisten Usability-Tests wird es völlig ausreichend sein, wenn Sie einfache deskriptive Statistiken verwenden, um diese Daten auszudrücken, so etwas wie einen Mittelwert oder einen Median, eine Standardabweichung, vielleicht auch Minimal- und Maximalwerte. Beziehungsweise, wenn Sie summative Tests, so dass wir einen Performance-Benchmark-Test machen, beziehungsweise insbesondere auch, wenn Sie vergleichende Tests machen, wenn Sie quasi verschiedene Alternativen miteinander vergleichen, dann kann es auch interessant sein, dass man diese Daten mit statistischen Signifikanztests auswertet, um eben zu schauen, ob es da einen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den unterschiedlichen Dingen, die man dann miteinander vergleicht, gibt. Aber für statistische Signifikanztests brauchen Sie in der Regel relativ viele Daten, entsprechend auch eine relativ hohe Anzahl an Testpersonen. Das heißt, für einen typischen qualitativen, formativen Usability-Test, da gibt es meistens nicht viel, was man jetzt großartig mit Signifikanztests ausrechnen kann, sondern da reicht es, wie gesagt, meistens, wenn Sie sich einfach an eine einfache deskriptive Statistik halten. Und diese quantitativen Daten, die verraten Ihnen jetzt grundsätzlich noch nicht wahnsinnig viel darüber, wie man das Produkt verbessern und überarbeiten kann, wie man die Usability verbessern kann. Sie helfen aber dabei insbesondere, um ein Gesamtbild zu vermitteln, um quasi auch den Schweregrad von Problemstellen festzustellen. Also wenn man zum Beispiel sieht, bei einem Task gab es besonders viele Probleme, dann ist das etwas, wo man sagt, okay, da gehe ich jetzt in der qualitativen Analyse, in der qualitativen Auswertung näher drauf ein, da muss ich mich stärker damit auseinandersetzen, weil das ist offensichtlich rein aus den Zahlen heraus eine Problemstelle. Beziehungsweise sind diese quantitativen Daten oft auch sehr nützlich als eine Argumentationsgrundlage, wenn man die Ergebnisse nach außen kommunizieren soll, an einen Auftraggeber oder eine Auftraggeberin, an Vorgesetzte, an Kolleginnen und Kollegen und so weiter. Ein konkretes Beispiel für die Auswertung von quantitativen Daten anhand eines konkreten Fallbeispiels, das ich Ihnen auch letzte Woche schon kurz vorgestellt und erwähnt habe, ist der SUS-Fragebogen, System Usability Scale. Das ist eben ein etablierter Fragebogen, den man verwenden kann, um sich einen Eindruck über die subjektive Einschätzung der Testpersonen zur Usability eines Systems zu verschaffen. Das ist ein Fragebogen, den gibt es schon sehr lang. Der wurde von John Brooke im Jahr 1986 entwickelt. Und der wurde in den Jahrzehnten, die seit damals vergangen sind, viele, viele tausende Male in vielen Projekten schon eingesetzt, wurde auch in vielen wissenschaftlichen Arbeiten eingehend analysiert und untersucht. Und ist insofern ein Messinstrument, das sehr etabliert ist und das auch sehr, sehr gut verstanden ist hinsichtlich seiner Aussagekraft und wo man recht sicher sagen kann, dass es ein gutes Instrument ist, um eben jetzt die subjektiv wahrgenommene Usability von Testpersonen zu beurteilen. Das Ganze ist ein relativ kurzer Fragebogen. Das ist auch ein Vorteil von diesem Fragebogen, auch im Vergleich zu vielen anderen etablierten Fragebögen, die meistens sehr viel länger sind als dieser Fragebogen. Er besteht eben nur aus 10 Fragen. Und
Die Beantwortung dieser Fragen erfolgt jetzt eben auf einer fünfstufigen Likert-Skala. Das heißt, die Testpersonen geben auf dieser fünfstufigen Skala an, wie stark sie dem jeweiligen Statement zustimmen oder widersprechen. Und alle Statements mit einer ungeraden Nummer, also das erste, dritte, fünfte, siebte und neunte Statement, sind positiv formuliert. Das heißt, da ist die Zustimmung quasi etwas Gutes. Und alle Statements mit einer geraden Nummer, 2, 4, 6, 8 und 10, sind quasi negativ formuliert. Das heißt, bei denen ist eine starke Zustimmung quasi ein negatives Zeichen, ein negativer Ausdruck der wahrgenommenen Usability. Und wenn man jetzt einen SOS-Fragebogen auswerten will, dann kann man das grundsätzlich natürlich einmal Frage für Frage machen, dass man sich zum Beispiel den Mittelwert oder Median pro Frage anschaut. Es gibt aber auch einen Scoring-Mechanismus, der von John Brook vorgeschlagen wurde, um einen Gesamtscore für diesen System Usability Scale zu berechnen, damit man quasi versuchen kann, in einer einzigen Zahl, in einer Gesamtbewertung die Usability von dem System zu bewerten und zum Ausdruck zu bringen. Und das ist natürlich ein reduktionistischer Ansatz, weil man quasi diese 10 Statements auf eine Zahl reduziert. Aber gleichzeitig ist es auch ein recht nützlicher Ansatz, weil es einem eben wirklich nur eine einzige Zahl gibt und das ist natürlich sehr, sehr leicht zu beurteilen, sehr leicht zu kommunizieren, auch sehr leicht in Relation zu setzen zu Ergebnissen aus anderen Tests. Und wenn man jetzt diesen SOS-Score berechnen möchte, dann gibt es eben diese 10 Fragen auf der 5-Punkte-Likert-Skala, von denen eben die Hälfte positiv und die andere Hälfte negativ formuliert sind. Und das Scoring funktioniert jetzt so, dass alle Werte, also die Werte von allen 10 Fragen auf eine Skala von 0 bis 4 skaliert werden. Bei den positiv formulierten Fragen macht man das, indem man den Antwortwert minus 1 nimmt. Und bei den negativ formulierten Fragen macht man das, indem man 5 minus den Antwortwert nimmt. Danach addiert man alle skalierten Werte, die man da rausbekommen hat, und multipliziert das Ergebnis der Addition mit 2,5 und bekommt dann am Ende einen Score zwischen 0, das ist quasi ganz schlecht, und 100, das ist das Bestmögliche heraus. Und so bekommt man dann eben einen Score heraus, der quasi so etwas sein soll wie der Gesamteindruck oder eine Gesamteinschätzung der Usability aus der Perspektive der Testpersonen. Und dieser Score ist eben sehr nützlich und auch sehr gut dazu geeignet, dass man versuchen kann, die Usability eines Systems in Relation zu anderen Systemen zu bewerten, indem man eben diesen SOS-Score ganz einfach vergleicht. Man muss aber bei der Interpretation und bei der Beurteilung von diesen SOS-Scores ein bisschen vorsichtig sein, weil das Ergebnis von diesem Score liegt eben, wie gesagt, zwischen 0 für negativ und 100 für positiv. Man darf aber nicht glauben, dass dieser Wert, der da rauskommt, jetzt ein Prozentwert ist. Das ist, glaube ich, eine naheliegend irreführende Annahme, zu glauben, dass das ein Prozentwert ist, weil es eben von 0 bis 100 reicht. Und wenn es von 0 bis 100 reicht, dann schaut das schneller mal aus wie ein Prozentwert. Und man kann natürlich auch sagen, wenn man jetzt 50 Punkte bei so einem SOS-Score, also wenn man 50 Punkte als SOS-Score rausbekommt, dann sind das natürlich 50% der maximal erreichbaren Punkte. Aber man darf nicht die Fehlannahme treffen, dass das jetzt bedeutet, das wäre eine mittelmäßige oder eine durchschnittliche Usability. Also das ist nicht irgendwie gleichmäßig verteilt, die Usability über diese Skala. Und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, diesen Score zu interpretieren, beziehungsweise man muss sich überlegen, wie kann man jetzt diesen Score für sich genommen interpretieren. Und ein Ansatz dazu ist eben jetzt, dass man sagt, man vergleicht diesen Score mit dem, was typischerweise in anderen Usability-Evaluierungen von anderen Produkten am Markt und in anderen Studien herausgekommen ist. Und es gibt verschiedene wissenschaftliche Studien, die diesen Ansatz eben verfolgt haben und die das gemacht haben. Und die haben eben gezeigt, dass der Median SUS-Score über eine große Anzahl von Studien, es gibt eine von Sauro, der hat sich, glaube ich, 500 Usability-Evaluierungen angeschaut und die Verteilung von den SUS-Scores analysiert. Dann gibt es noch eine andere Studie von Bangor, der hat, glaube ich, 2300 oder in der Größenordnung Studien analysiert hinsichtlich der SOS-Scores und beide Analysen sind zu einer ähnlichen Verteilung gekommen. Und die haben eben gezeigt, dass eben der Median-SOS-Score bei circa 70 liegt.
Das heißt, man könnte sagen, eine durchschnittlich gute Usability entspricht ungefähr einem SUS-Score von 70. Und man sieht auch, glaube ich, in der Grafik, in dieser Verteilung hier sehr schön, dass 90% Quantil von diesen SUS-Scores liegt ungefähr bei 80. Das heißt insbesondere auch, dass diese SUS-Scores, wenn man nicht weiß, wie man sie beurteilen soll, dazu einladen, dass man schlechte Ergebnisse besser beurteilt, als sie eigentlich sind. Also wenn man 60 rausbekommt, dass man eigentlich glaubt, 60 ist eher ein überdurchschnittlicher Wert, aber in Wahrheit ist man da quasi im unteren 30% Quantil, also ziemlich unterdurchschnittlich unterwegs. Beziehungsweise wenn man hohe SUS-Scores hat, wie zum Beispiel 80, dass man unterschätzt, wie gut das eigentlich ist, weil man da eigentlich schon im Top 10% Quantil in dieser Verteilung von diesen SUS-Scores drinnen ist und sich bewegt. Gut, soviel erstmal zu den quantitativen Daten. Die zweite Art von Daten, die man dann rausbekommt bei einem Usability-Test, sind die qualitativen Daten. Und qualitative Daten sind ganz einfach alle Daten, die man jetzt nicht einfach numerisch zum Ausdruck bringen kann. Also Aussagen und Verhaltensweisen, Beobachtungen, die Protokollantinnen und Protokollanten während des Tests gemacht haben, schriftliche Notizen, Zitate, subjektive Meinungen, Audio- und Videoaufzeichnungen sind auch eine Art von qualitativen Daten. Dann die Analyse dieser qualitativen Daten hinsichtlich Muster und Auffälligkeiten, beziehungsweise auch so Sachen wie die Interpretationen der Beobachterinnen und Beobachter. Und diese qualitativen Daten sind das, was in der Regel für formative Usability-Tests, die auf eine Produktverbesserung abzielen, viel interessanter und viel nützlicher und viel gehaltvoller sind, weil diese qualitativen Daten, die verraten Ihnen etwas darüber, wie die Menschen mit einem System arbeiten und wieso sie auf eine bestimmte Art und Weise arbeiten, beziehungsweise wieso Probleme auftreten können. Das heißt, diese qualitativen Daten, sie sind das, was Ihnen die Erklärungen liefert dafür, warum etwas funktioniert oder nicht funktioniert, beziehungsweise die Ihnen auch Hinweise darauf liefern, welche Ursachen die Probleme haben und wie Sie diese Probleme oder die Ursachen von diesen Problemen beheben können. Das ist quasi das, was bei Ursachenforschung und Problemlösung hilft. Und typischerweise wird man bei den meisten Usability-Tests beide Arten von Daten erfassen und sammeln, sowohl qualitative als auch quantitative Daten, eben qualitative Daten für die Erklärungen, für die Ursachenforschung und Problemlösung und quantitative Daten, um eine Bilanz über die Gesamt-Usability zu ziehen und um abschätzen zu können, ob Probleme häufig auftreten oder ob es sich um einen Einzelfall handelt und so weiter und so fort. Gut, wenn man jetzt qualitative Daten hat, was macht man mit denen? Wie kann man die auswerten und analysieren? Und grundsätzlich gibt es da nicht die eine Art und Weise, wie man das macht. Es gibt keine fixen Regeln, also auch insbesondere im Unterschied zu den quantitativen Daten, wo es sehr, sehr klare Möglichkeiten der Auswertung gibt, also so etwas wie einen Median oder einen Mittelwert berechnen, das funktioniert immer gleich und das bedeutet immer dasselbe. Für qualitative Daten gibt es quasi nicht diesen einen Ansatz, wie man die Daten auswerten und aufbereiten kann. Aber ein Ansatz, den man verfolgen kann, ist jetzt ein mehrstufiger Konsolidierungs- und Strukturierungsprozess, wo man versucht, von den Rohdaten, von den rohen schriftlichen Notizen, die während der Test-Sessions anfallen, zu konkreten Usability-Problemen, ihren Ursachen und ihren Ursachen zu kommen. Und ein Ansatz, um das zu machen, ist ein dreistufiger Prozess, wo man eben anfängt, dass man zuallererst die Rohdaten aus den Test-Sessions nimmt, die eben aus einzelnen Beobachtungen bestehen und wo es natürlich auch viele Überschneidungen zwischen diesen einzelnen Beobachtungen geben kann. Also wenn Sie zum Beispiel eine Testsession durchführen und Sie haben da zwei Beobachterinnen bzw. Beobachter, die zuschauen und denen fällt dasselbe Problem auf, dann schreiben die wahrscheinlich beide unabhängig voneinander eine Notiz, dass dieses Problem aufgetreten ist. Und dann haben Sie schon zwei Beobachtungen von zwei verschiedenen Personen, die dasselbe Problem oder dasselbe Problemverhalten beschreiben.
Oder wenn zwei Testpersonen in zwei unterschiedlichen Testsessions denselben Fehler machen, dann haben sie auch wieder zwei Beobachtungen, die im Wesentlichen dasselbe Problem oder dasselbe Problemverhalten beschreiben. Und deshalb ist es im ersten Schritt notwendig, dass man diese redundanten Beobachtungen, oder wenn man redundant ist, das falsche Wort, Beobachtungen, die denselben Sachverhalt beschreiben, dass man die konsolidiert zu diesen sogenannten Usability-Probleminstanzen. Also eine Usability-Probleminstanz ist eine Zusammenfassung von einer oder mehreren individuellen Beobachtungen, die ein gemeinsames Vorkommen, ein gemeinsames Geschehen zusammenfassen und beschreiben. Und wenn man dann diese unterschiedlichen Usability-Probleminstanzen hat, dann ist der nächste Schritt, dass man versucht, diese Usability-Probleminstanzen zu Usability-Problemen zusammenzufassen. Und als Usability-Problem ist hier zu verstehen eine Art von Problem, die gemeinsame Auslöser und Ursachen haben. Also wo man quasi sagen kann, da gibt es jetzt unterschiedliche Probleminstanzen, die aufgetreten sind, aber die lassen sich alle auf denselben Grund, auf dieselbe Ursache zurückführen. Das heißt, das ist das eigentliche Problem, das wir jetzt lösen müssen. Und diese Konsolidierung von Probleminstanzen zu Usability-Problemen, das kann man jetzt zum Beispiel machen mit diesem Problem-Matching über Similar Changes. Und da ist jetzt die Idee, dass man sagt, okay, wenn ich mit der Behebung der einen Probleminstanz gleichzeitig mit großer Wahrscheinlichkeit auch eine andere Probleminstanz beheben kann, dann haben wir gemeinsame Ursachen und dann kann ich die zu einem gemeinsamen Problem zusammenfassen. Damit man sich das Ganze vielleicht ein bisschen konkreter vorstellen kann, hier ein Beispiel aus einem Paper, wo das, finde ich, sehr schön veranschaulicht ist. Da sieht man eben in der Spalte ganz links das, was ich als Beobachtungen bezeichne. Hier wird es als Raw Usability Data Comments bezeichnet. Die wirklich einzelnen schriftlichen Notizen, die während der Test-Sessions gemacht wurden, die Beobachtungen, die da angestellt wurden und die sich dann eben zusammenfassen lassen, konsolidieren lassen zu einer Probleminstanz, wo man sagt, diese ganzen Kommentare, die lassen sich eigentlich zusammenfassen in dieser einen Probleminstanzbeschreibung und dann im nächsten Schritt, im dritten Schritt ganz rechts die Zusammenfassung von mehreren Probleminstanzen zu einem größer gefassten, weiter gefassten, abstrakteren Usability-Problem, wo man eben sagen kann, wenn ich dieses Problem löse, dann löse ich gleichzeitig auch diese ganzen Probleminstanzen. Gut. Wenn man dann die Usability-Probleme gefunden hat, dann ist es in der Regel auch notwendig, dass man die irgendwie dokumentiert und festhält oder im nächsten Schritt oder in weiterer Folge auch kommuniziert. Das heißt, man muss die Probleme auch beschreiben. Und für die Beschreibung von diesen Usability-Problemen gibt es eine sehr schöne Arbeit von Miranda Capra, die in ihrer Arbeit so etwas wie Guidelines für die gute Beschreibung von Usability-Problemen aufgestellt hat, die ich ganz kurz mit Ihnen durchgehen möchte, insbesondere auch mit Blick darauf, dass Sie dann ja im Rahmen des dritten Übungsbeispiels auch Ihre Probleme festhalten und dokumentieren und weitergeben und kommunizieren sollen. Zuallererst, wenn Sie Usability-Probleme beschreiben, achten Sie darauf, dass Sie die verständlich beschreiben, dass man versteht, was Sie damit meinen. Vermeiden Sie eine technische Fachsprache, die nicht jeder Mensch versteht. Vermeiden Sie auch, dass Sie zu lange schreiben, also dass Sie sich quasi in einem Wortschwall verlieren, dass Sie zu ausschweifend sind. Also nicht so sehr in Details verzetteln oder nicht irgendwie künstlich aufblasen, bis es niemand mehr durchlesen will. Seien Sie möglichst konkret und nicht vage und versuchen Sie möglichst praktische und nicht nur theoretische Tipps und Hinweise zu geben. Beschreiben Sie die Auswirkungen und den Schweregrad des Problems, das Konzept der Severity Ratings, über die wir in vergangenen Vorlesungen auch schon gesprochen haben. Beschreiben Sie, welche Auswirkungen das Problem auf die Arbeitsweise der Benutzerinnen und Benutzer hat. Beschreiben Sie, wie häufig ein Problem auftritt und welche Teile des Systems von diesem Problem betroffen sind. Unterstützen Sie Ihre Problembeschreibung, Ihre Ergebnisse durch Daten, indem Sie eben zum Beispiel quantitative Daten verwenden, um dem Schweregrad der Probleme einen Ausdruck zu verleihen, um zum Beispiel zum Ausdruck zu bringen, wie viele Testpersonen von einem Problem betroffen waren. Beziehungsweise achten Sie auch darauf, dass der Zusammenhang
zwischen dem Problem und den Beobachtungen und den Rohdaten, wenn man so will, also den Rohdaten, die sie festgehalten haben, dass der nachvollziehbar und herauslesbar ist. Betreiben Sie Ursachenforschung, versuchen Sie Gründe anzugeben, wieso die Probleme auftreten. Beschreiben Sie auch das Verhalten der Benutzerinnen und Benutzer, also in welchem Kontext das Problem aufgetreten ist. Auch gerne anhand konkreter, spezifischer Beispiele, wieder der Hinweis, nicht zu abstrakt, sondern möglichst konkret, möglichst praktisch. Und zu guter Letzt natürlich auch, versuchen Sie die Probleme, die Sie finden, auch zu lösen. Also versuchen Sie auch Lösungsvorschläge für die Probleme anzubieten, was man machen kann, um das Ganze auszubessern. Aber auch hier wieder mit dem Hinweis, versuchen Sie einerseits spezifisch zu sein, damit man weiß, was man tun soll, um das Problem zu beheben. Aber auf der anderen Seite versuchen Sie zu vermeiden, dass Sie eine bestimmte konkrete Lösung vorschreiben, weil ganz einfach oft nicht gegeben ist, dass dann diese Lösung auch angenommen wird von den Leuten, die das dann quasi umsetzen müssen. Gut. Gut. Zur Erinnerung auch nochmal gehe ich nicht näher darauf ein. Wenn Sie eben Usability-Probleme festhalten, dokumentieren, beschreiben, bringen Sie den Schweregrad der einzelnen Probleme zum Ausdruck, eben anhand zum Beispiel eines Severity-Ratings, das Sie eh schon auch aus dem ersten Übungsbeispiel kennen sollten. Zu guter Letzt, wenn man dann sämtliche Daten zusammengefasst, strukturiert, konsolidiert hat, ausgewertet, analysiert, dann ist es natürlich an der Zeit, dass man auch Schlussfolgerungen aus diesen Ergebnissen und aus diesen Daten zieht. Und zuallererst sollte man natürlich schauen, dass man die Ergebnisse aus dem Test mit den Testzielen, mit den konkreten Testzielen, die Sie sich zu Beginn des Tests gesetzt haben, vergleicht. Ich habe es eh schon betont, je konkreter die Testziele, je konkreter die Fragestellungen, die Sie untersuchen möchten, desto einfacher wird es sein, dass Sie diese Fragen am Ende auch beantworten können. Das heißt, schauen Sie sich in dem Schritt an, konnten Sie die Testziele erreichen, konnten Sie Ihre Fragen beantworten, beziehungsweise wenn nicht, dann müssen Sie sich auch die Frage stellen, wieso waren Sie nicht in der Lage, Ihre Ziele zu erreichen oder Ihre Fragen zu beantworten. Dann in weiterer Folge kann man natürlich die Ergebnisse auch in Relation setzen zu allgemeinen High-Level-Zielen, also generellen Usability-Prinzipien, wie eben ist das System generell einfach zu benutzen, ist es effizient zu benutzen, kommen die Benutzerinnen und Benutzer ans Ziel, also können sie effektiv damit arbeiten, ist das System einfach zu erlernen, ist das Ganze zufriedenstellend für die Benutzerinnen und Benutzer in der Bedienung. Und zu guter Letzt insbesondere auch die Ausarbeitung von Verbesserungsvorschlägen zur Verbesserung der Applikation, die sich in erster Linie ergeben aus den Details der Testsessions, also aus den qualitativen Daten, die man erhoben hat. Und diese Verbesserungsvorschläge, die erfordern auch ein gewisses Maß, also die erfordern schon ein gewisses Maß an Auseinandersetzung auch mit den Problemen, die während eines Tests auftreten. Das heißt, man sollte nicht unbedingt glauben, dass man die erstbeste Lösung, die einem in den Sinn kommt, wenn ein Problem auftritt, automatisch die beste oder die geeignetste ist. Beziehungsweise, bevor man mit der Problemlösung überhaupt beginnen kann, ist es notwendig, dass man die Ursachen der Probleme auch tatsächlich versteht. Und für dasselbe Problem ist es durchaus möglich, dass unterschiedliche Ursachen dafür der Auslöser sein können. Vielleicht ein Beispiel dazu. Wenn man sich dieses Beispiel anschaut, angenommen, Sie führen einen Usability-Test durch und Sie stellen im Rahmen von diesem Test fest, dass viele Testpersonen nicht in der Lage sind, einen bestimmten Befehl in einem Menü, in einer Menüstruktur, ausfindig zu machen. Dann ist das ein Problem, wo es eigentlich viele unterschiedliche Ursachen dafür geben kann. Eine mögliche Ursache wäre zum Beispiel, dass der Befehl vielleicht schlecht benannt ist, also dass das Label, der Name von dem Befehl in dem Menü ganz einfach schlecht ausgewählt ist, dass das unverständlich ist oder missverständlich für die Testpersonen. Und da wäre dann der mögliche Lösungsansatz, der naheliegende mögliche Lösungsansatz, dass man den Befehl einfach umbenennt, dass man einen besseren Namen dafür findet.
Es könnte auch sein, dass die Testpersonen aber nicht vom Namen verwirrt waren, von der Bezeichnung, sondern dass der Befehl ganz einfach an einer anderen Stelle in der Menüstruktur erwartet wird. Da bringt es dann nicht mehr viel, wenn man umbenennt, sondern da ist dann der naheliegende Lösungsansatz, dass man den Befehl an eine passendere Stelle verschiebt, dass man ihn dorthin verschiebt, wo die Testpersonen sich erwarten würden, dass dieser Befehl auch tatsächlich zu finden ist. Oder es könnte auch sein, dass die Menüstruktur als Ganzes unübersichtlich ist oder dass sie schlecht strukturiert ist oder dass sie vielleicht auch einfach zu groß ist, zu ausufernd und dass sich die Testpersonen deshalb schlechteren orientieren können, weil das einfach so groß und unübersichtlich ist. Und da wiederum braucht es dann auch wieder einen anderen Lösungsansatz, indem man eben sagt, okay, die Menüstruktur als Ganzes ist schlecht, da ist jetzt nicht nur dieser eine Befehl davon betroffen, sondern da sind viele, viele unterschiedliche Befehle in diesem Menü davon betroffen. Und eigentlich braucht es dafür ein umfassendes Redesign der gesamten Menüstruktur. Und da sieht man, unterschiedliche Ursachen erfordern dann eben auch unterschiedliche Lösungsansätze, beziehungsweise diese unterschiedlichen Lösungsansätze, die man dann verfolgt, die haben auch teilweise ganz eine unterschiedliche Reichweite oder eine ganz unterschiedliche Tragweite in der Umsetzung. Weil diese ersten zwei Lösungsansätze, die man hier sieht, das Umbenennen von einem einzelnen Befehl oder das Verschieben von einem einzelnen Befehl, das ist eine relativ harmlose, einfache und schnelle Änderung, die man recht leicht durchführen kann für ein einfaches, kleines, isoliertes Problem. Aber auf der anderen Seite das umfassende Redesign der Menüstruktur, das ist schon eine relativ weitreichende Änderung, wo man sich sicher sein sollte, dass das jetzt nicht nur diesen einen Befehl betrifft, sondern dass das auch andere Befehle betrifft. Oder eine andere Ursache könnte auch zum Beispiel sein, dass die Testpersonen vielleicht gar nicht wissen, dass es den Befehl überhaupt gibt, also dass sie gar nie danach gesucht haben und ihn deshalb natürlich auch nicht finden konnten. Und das wiederum ist wahrscheinlich das kniffligste Problem oder die kniffligste Ursache, wenn man den Menüeintrag nicht findet, von denen, die Sie hier auf der Folie sehen, wo man dann, glaube ich, durchaus sich länger mit der Frage auseinandersetzen muss, woran scheitert es jetzt eigentlich? Wieso kommen die Leute nicht auf die richtige Idee, nach diesem Befehl zu suchen? Also das deutet dann auch darauf hin, dass die Testpersonen quasi eine grundsätzlich falsche Vorstellung von der Funktionsweise des Systems haben, dass sie ein falsches mentales Modell von der Funktionsweise des Systems haben, wo man dann, glaube ich, sehr, sehr intensiv sich überlegen muss, wie man dieses Problem lösen kann und wie weitreichend dieses Problem auch ist, weil das dann wahrscheinlich auch andere Aspekte in der Applikation betreffen wird. Auf jeden Fall zum Schluss eben dazu gesagt, unterschiedliche Ursachen erfordern unterschiedliche Lösungsansätze. Für dasselbe Problem können unterschiedliche Ursachen notwendig sein. Und wenn Sie dann selber Ihre Usability-Tests im dritten Beispiel durchführen, nehmen Sie sich auch die Zeit zu ergründen, wieso diese Probleme auftreten. Also nicht einfach auf die nächstliegende Erklärung sich draufsetzen und sagen, ja, die haben den Befehl nicht gefunden, wir benennen ihn um, sondern schauen Sie sich an, welche Gründe stehen dahinter und erst dann kann man sich überlegen, was ist der passende Lösungsansatz dafür. Gut, so viel zur Auswertung und Analyse der Ergebnisse und damit kommen wir zur vierten und letzten Phase von einem Usability-Test, nämlich der Kommunikation der Ergebnisse. Ein ganz wesentlicher Punkt, nicht zu unterschätzen, weil mit dem Usability-Test und der Auswertung der Ergebnisse und dem Festhalten und Dokumentieren der Ergebnisse selbst ist ja noch nichts gelöst. Dadurch wird ein Produkt noch nicht besser. Man muss die Ergebnisse dann auch irgendwo so anbringen und so weitergeben und so weitertragen, dass dadurch auch tatsächlich etwas passiert, dass etwas ausgelöst wird, dass dadurch eine Verbesserung oder eine Veränderung angestoßen wird. Und das bedeutet natürlich in vielen Fällen auch, dass man die Ergebnisse, die da während des Tests rausgekommen sind, nach außen tragen muss und dass man die anderen Menschen mitgeben muss, dass man die mit denen teilen muss und dass man die vor allem auch erreichen muss, dass die auch zuhören müssen, wenn man ihnen diese Ergebnisse kommuniziert. Ist natürlich nicht immer der Fall. Also wenn es zum Beispiel so ist, dass Sie als Entwickler oder Entwicklerin eines Systems selbst einen Usability-Test durchführen, dann ist die Kommunikation der Ergebnisse recht einfach, weil dann bekommen Sie die Ergebnisse quasi einfach direkt selber mit und kennen die und wissen die und müssen die nicht nach außen tragen. Beziehungsweise auch wenn es jetzt teamintern stattfindet, wenn man zum Beispiel die Entwicklerinnen und Entwickler oder die Designerinnen und Designer von einem Produkt einfach direkt
zum Usability-Test einlädt, dass die selber zuschauen können, dass die selber daneben sitzen, dass die vielleicht auch selber direkt in die Analyse und Auswertung der Ergebnisse involviert sind, dann ist auch wieder die Kommunikation der Ergebnisse sehr einfach, weil das eben eh direkt erfolgt, weil quasi die Leute, die das Produkt oder das System verbessern sollten, eh direkt in den Evaluierungsprozess eingebunden sind. Aber oft ist es natürlich auch so, dass man die Ergebnisse von so einem Usability-Test nach außen tragen muss. Zu einem Auftraggeber oder einer Auftraggeberin, zu einem Vorgesetzten oder einer Vorgesetzten, zu Kolleginnen und Kollegen in einem Unternehmen, zu wem auch immer. Auf jeden Fall zu Menschen, die jetzt nicht direkt im Usability-Test involviert sind. Und da gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Die klassischste Form der Kommunikation und auch der Dokumentation der Ergebnisse von einem Usability-Test ist ganz einfach in Form eines Berichts, in Form eines schriftlichen Berichts, in dem quasi auch ganz genau festgehalten wird, wie der Test abgelaufen ist und auch was beim Test rausgekommen ist. Also dieser schriftliche Bericht, das ist quasi so die Dokumentation für später, anhand derer man möglichst exakt und möglichst vollständig die genaue Vorgehensweise zur Erhebung der Ergebnisse rekonstruieren können sollte und zusätzlich natürlich auch die Ergebnisse nachlesen kann. Das ist in der Regel auch die umfassendste und die formellste Form der Dokumentation. Das ist auch eine sehr aufwendige Form der Dokumentation, weil diese Berichte meistens ziemlich lang und dick und umfangreich werden können. Gleichzeitig ist es aber auch eine Form, die relativ schlecht zur Kommunikation der Ergebnisse geeignet ist, weil so ein Testbericht meistens etwas ist, was nicht unbedingt dazu anregt, es sich durchzulesen. Wenn es darum geht, dass man sicherstellen möchte, dass die Ergebnisse auch tatsächlich ankommen bei einem Empfänger oder einer Empfängerin, dass die auch wirklich wahrgenommen werden, dann ist ein Bericht oft nicht die beste Form, weil dann schickt man zwar den Bericht als PDF an irgendwen ab, aber man hat nie die Gewissheit, dass das jetzt auch tatsächlich durchgelesen wurde und insbesondere auch mit welcher Gründlichkeit dieser Bericht dann schlussendlich durchgelesen wurde. Und deshalb ist die beste Form, um sicherzugehen, dass die Ergebnisse auch irgendwo ankommen, eigentlich in Form eines Vortrags oder einer Präsentation oder in einem Meeting. Also dass man quasi direkt persönlich gegenüber den Empfängerinnen und Empfängern der Ergebnisse präsentiert, verbal. Und das hat insbesondere den Vorteil eben, dass man sich sicher sein kann, dass die Ergebnisse auch ankommen, weil wenn man jemanden persönlich gegenübersetzt, dann kriegt man mit, ob der zuhört oder nicht. Man kann sich vor allem auch einen Eindruck davon verschaffen, ob da jetzt die Ergebnisse richtig verstanden werden, ob die jetzt quasi auf das richtige Bewusstsein stoßen oder eben nicht. Man kann diese Form der Präsentation auch sehr gut dazu nutzen, um sich abzusichern, dass die Dinge, auf die man besonders dringend hinweisen möchte oder dass die wesentlichen Punkte, die man weitergeben möchte, dass die auch tatsächlich ankommen, indem man halt nachfragt oder indem man die besonders betont, wenn man die Präsentation gibt. Das heißt, das ist wahrscheinlich eine der besten Möglichkeiten, um sicherzugehen, dass diese Ergebnisse auch tatsächlich Gehör finden. Und zu guter Letzt kann es auch noch ganz nützlich sein, dass man die Ergebnisse von einem Usability-Test als Videos aufbereitet. Meistens nicht unbedingt geeignet als die einzige alleinstehende Form der Dokumentation und Kommunikation, kann aber wahnsinnig, wahnsinnig nützlich sein, um gefundene Probleme zu verdeutlichen. Setzt natürlich voraus, dass man Videos macht, aber insbesondere dort, wo man es mit Empfängern der Ergebnisse zu tun hat, die die Ergebnisse vielleicht nicht so annehmen oder die sich den Ergebnissen quasi verschließen oder die nicht akzeptieren oder realisieren oder wahrhaben wollen, können so Videos ein wahnsinnig starkes Überzeugungsargument sein, weil wenn man den Menschen zuschauen kann, wie sie scheitern, wie sie Probleme haben, wie sie verwirrt sind, wie sie frustriert werden, was auch immer, wenn man denen quasi bei ihren Problemen zusehen kann, dann hat das einfach eine andere Qualität, als wenn man einfach nur eine kurze Beschreibung, Text auf einer Seite liest. Das hat eine andere Überzeugungsqualität, wenn man quasi den Leuten direkt in den Test-Sessions zuschauen kann, bei dem, was passiert ist. Also ein sehr nützliches Hilfsmittel zur Überwindung von Barrieren, zur Überzeugung von Skeptikern. Gut, die klassischste Form der Dokumentation,
nicht unbedingt Kommunikation, aber Dokumentation, ist jetzt aber eben in Form von einem Usability-Testbericht. Und diesen typischen Aufbau von so einem Usability-Testbericht habe ich Ihnen, glaube ich, eh in der vierten Vorlesung auch schon mal gezeigt. Typischerweise kann man, glaube ich, sagen, dass der Testbericht ungefähr so ausschaut, wie Sie es hier auf der Folie sehen, mit den Kapiteln Problemstellung, wo man eben quasi einmal beschreibt, wieso macht man einen Test überhaupt? Was verspricht man sich davon? Welche Ziele will man damit erreichen? Was will man daraus lernen? Welches Produkt wird untersucht? Also was ist der Untersuchungsgegenstand? Wer ist die Zielgruppe von diesem Produkt und so weiter? Also alles, was man an Rahmeninformationen als Leserin oder Leser braucht, um einmal zu verstehen, warum dieser Test überhaupt gemacht wurde. So was wie die Sinnfrage, wenn man so will. Dann das nächste Kapitel, die Methode, wo man eben beschreibt, wie man vorgeht, um den Test durchzuführen, um die Ergebnisse zu erzielen, um die Ergebnisse zu erreichen. Dann ein Kapitel Ergebnisse, wo man eben die Ergebnisse aus den einzelnen Testsessions festhält und dokumentiert, typischerweise nach Testszenario bzw. nach Task gegliedert eben. Und dann ein Kapitel zur Analyse, Interpretation der Ergebnisse, beziehungsweise auch um Verbesserungsvorschläge für die gefundenen Probleme zu machen. Das ist quasi das, wo man dann die konkreten Usability-Probleme und ihre Ursachen und die Verbesserungsmöglichkeiten präsentiert. Und dann eben auch noch ein Kapitel Conclusio, Schlussworte, wo man so etwas wie eine Gesamteinschätzung der Usability abgeben kann. Und wo man vor allem auch die Möglichkeit hat, nach vorne zu schauen und darüber zu reflektieren, was ist als nächstes zu tun. Und ganz zu Beginn immer ganz wichtig, die Management Summary in so einem Testbericht, das ist quasi so etwas wie die Kurzzusammenfassung, das ist das Aushängeschild, das ist sowas wie der Abstract von einem wissenschaftlichen Paper oder wie der Klappentext von einem Roman, der quasi dazu dient, um einem geneigten Leser oder einer geneigten Leserin einen Eindruck davon zu vermitteln, ob dieser Testbericht für ihn überhaupt interessant und relevant ist. Und das ist sicherlich die eine Seite in einem Testbericht, die am meisten gelesen wird, die sich die meisten Leute durchlesen. Das ist die, wo man Überzeugungsarbeit leisten muss, damit die Leute auch tatsächlich weiterlesen. Und das ist quasi so etwas wie das Aushängeschild von jedem Bericht, wo es sich auch lohnt, dass man entsprechend Zeit und Energie reinsteckt, damit das wirklich gut und anschaulich und verständlich und vor allem auch fehlerfrei sauber geschrieben ist. Und dieser Aufbau von einem Testbericht, der orientiert sich ungefähr auch an dem, was man findet in diesem Common Industry Format for Usability Test Reports, das Sie da unten angegeben sehen. Das ist eine ganz interessante Sache, dieses Common Industry Format for Usability Test Reports, das wurde entwickelt vom National Institute of Standards and Technology, das ist eine US-amerikanische Behörde für Technologie und wissenschaftliche Standards. Und das ist quasi sowas wie ein standardisiertes Berichtsformat für Usability-Testberichte. Ist, glaube ich, ungefähr im Jahr 2001 entstanden und wurde dann im Jahr 2006 auch als ISO-Standard verabschiedet. Also ist inzwischen auch als ISO-Standard verfügbar. Und dieses Common Industry Format for Usability Test Reports ist auch ganz interessant, orientiert sich nämlich im Großen und Ganzen an diesem Aufbau, wie Sie ihn hier sehen. Man muss aber dazu sagen, wenn Sie sich dieses Common Industry Format ansehen, dann werden Sie zum Beispiel feststellen, dass in diesem Common Industry Format überhaupt kein Platz für Verbesserungsvorschläge eingeräumt wird, beziehungsweise dass da generell wenig Raum für qualitative Daten, qualitative Ergebnisse drinnen ist. Und das liegt daran, dass dieses Common Industry Format typischerweise, also oder in erster Linie dafür gedacht ist, um summative Usability-Tests zu beschreiben, wo es um die Erhebung von quantitativen Daten, von Benchmark-Werten geht. Das heißt, dieses Common Industry Format, wenn Sie sich das anschauen und wenn Sie das verwenden wollen, dann berücksichtigen Sie, dass das für qualitative und formative Tests nicht unbedingt geeignet ist und auch nicht unbedingt dafür gedacht ist. Aber man kann sich trotzdem daran orientieren und ist, glaube ich, eine interessante und nützliche Hilfestellung, wenn Sie so einen Usability-Testbericht schreiben wollen, dass Sie sich das einmal anschauen. Und diese ganzen Kapitel hier, die Sie da jetzt auf der Folie rot umrandet sehen,
Das sind quasi jene Teile von einem Testbericht, die man eigentlich schon vor dem eigentlichen Test, also vor der Durchführung der Testsessions schreiben kann. Das ist quasi alles, was die Vorbereitung und Planung von einem Usability-Test betrifft. Und die ganzen rot umrandeten Kapitel, die Sie jetzt hier auf der Folie sehen, das sind quasi die, die man erst nach Durchführung der Testsessions und nach Auswertung und Analyse der Ergebnisse typischerweise schreiben und verfassen kann. Gut, zum Schluss noch ein paar Tipps vielleicht. Das Sammelsurium an Tipps zur Ausarbeitung von so einem Usability-Testbericht oder generell auch zur Abschlusspräsentation von Usability-Testergebnissen. Ein guter Tipp ist, wenn Sie das machen, bauen Sie Kommentare und Zitate der Testpersonen ein. Also wirklich direkt wortwörtlich, weil man sich dadurch ganz einfach als Leser oder Leserin ein viel besseres Bild vom tatsächlichen Geschehen während der Usability-Tests machen kann und bekommt einfach einen besseren Eindruck davon, was während der Test-Sessions passiert ist. Beziehungsweise, was auch ein Vorteil davon ist, es baut ganz einfach Empathie auf. Es baut ganz einfach ein Verständnis von den Leserinnen und Lesern auf, dafür, dass da jetzt quasi wirklich Menschen Probleme gehabt haben. Also, Sie kennen das vielleicht, dass Menschen sich immer sehr schwer tun, dass man jetzt irgendwie Sympathie gegenüber einer Statistik empfindet. Also, wenn man irgendwie tragische Zahlen liest, dann. Und das ist nur eine Zahl, dann von irgendeiner Tragödie oder von einer Katastrophe, dann lässt einen das immer relativ kalt. Aber wenn man irgendwo ein Einzelschicksal von einer Person liest, dann fühlt man da gleich viel mehr mit. Und das liegt einfach daran, dass dieser persönliche Bezug ganz einfach viel mehr Empathie in der Regel hervorweckt. Und das ist auch etwas, was man sich dann eben bei der Aufbereitung von so einem Testbericht zunutze machen kann, indem man ganz einfach diesen persönlichen Bezug der Leserin oder des Lesers zu den Testpersonen herstellen kann. Auch sehr gut immer einzubauen, Beispiele, konkrete Beispiele von Geschehnissen während der Testsessions inklusive Screenshots, um das Ganze zu veranschaulichen, sind insbesondere auch für die Nachvollziehbarkeit und für die Verständlichkeit des Testberichts wichtig. Man sollte auch angeben, eben wie häufig Probleme aufgetreten sind, beziehungsweise wie viele Testpersonen von Problemen konfrontiert waren. Und wenn man das macht, dann ist es in der Regel besser, wenn Sie das in absoluten Zahlen und nicht in Prozentwerten ausdrücken, weil ganz einfach bei den meisten Usability-Tests die Samplegröße, also die Anzahl an Testpersonen, die da mitmacht, ist so gering, dass man sich relativ leicht einen Überblick verschaffen kann, wenn Sie das weil man das relativ leicht begreifen kann, wenn man das in absoluten Zahlen ausdrückt. Und gleichzeitig ist aber die Aussagekraft von diesen absoluten Zahlen viel höher, weil wenn Sie schreiben, 8 von 10 Testpersonen hatten Probleme, dann sehe ich da quasi unmittelbar, wie groß die Sampleprobe oder wie groß das Sample, wie groß die Stichprobe, wie groß die Anzahl der Gesamttestpersonen war, während 80% der Testpersonen eben quasi offen lässt, wie viele das dann tatsächlich waren. Beziehungsweise, wenn Sie 7 Testpersonen haben, dann können Sie auch keine schönen Prozentzahlen rausrechnen und so weiter. Das heißt, für die meisten Usability-Tests wird es sinnvoller sein, wenn Sie da absolute Zahlen verwenden für sehr große Stichproben. Also wenn Sie theoretische Studie mit 347 Teilnehmern haben, dann macht es natürlich keinen Sinn, dass Sie da schreiben, 294 von 347 hatten Probleme oder was auch immer, weil da kann man dann die Relation als Leser oder Leserin nicht mehr so leicht herstellen. Aber wenn man sagt, 5 Testpersonen, 10 Testpersonen, geht es relativ leicht. Wenn Sie die Ergebnisse dann aufbereiten, schauen Sie, dass Sie sie eben wie pro Task zusammenfassen und nicht pro Testperson, wie vorhin schon gesagt. Bewerten Sie die gefundenen Probleme hinsichtlich Ihres Schweregrads. Einfache Möglichkeit, zum Beispiel mit einem Severity Rating. Ganz, ganz wichtig, die letzten 2 Punkte. Einerseits natürlich für die Probleme, die Sie gefunden haben, Verbesserungsvorschläge anbieten. Andererseits, und das wird oft in der Praxis übersehen, bauen Sie auch positive Ergebnisse ein. Positive Ergebnisse einbeziehen ist wahnsinnig, wahnsinnig nützlich und wichtig, und zwar aus 2 wichtigen Gründen, also 2 große Vorteile, die sich daraus ergeben. Erstens macht es natürlich Ihren Bericht, Ihre Ergebnisse viel leichter zu verdauen. Also wenn Sie einen Bericht abliefern und da wird dann 50 Seiten lang nur beschrieben, was alles falsch und was alles schlecht ist, da wird man als Entwickler oder als Entwicklerin wahrscheinlich einmal kurz schlucken und ein bisschen verstimmt sein, dass man da jetzt irgendwie auf
unzähligen Seiten vor Augen geführt bekommt, was man alles falsch gemacht hat. Und auch auf der anderen Seite, wenn Sie es schaffen, auch die positiven Dinge einzubauen, dann wird das eben leichter verdaulich. Dann sieht man eben, die wollen mich da jetzt nicht einfach nur zerreißen und die wollen mich da jetzt nicht einfach nur fertig machen, sondern die sagen auch, ich habe was richtig gemacht. Das ist quasi einfach, damit man quasi auch wieder für Wohlwollen bei Auftraggebern oder bei Entwicklerinnen und Entwicklern sorgen kann, dass man Barrieren abbaut und überwindet. Der andere wichtige Punkt ist aber auch, dass es sich auch lohnt, positive Ergebnisse einzubeziehen und zu zeigen, was gut funktioniert, damit man das auch beibehält. Zum Beispiel auch, um dafür zu sorgen, dass die Entwickler dann nicht irgendwelche Dinge umbauen, die eigentlich eh gut funktionieren, beziehungsweise auch, weil man daraus natürlich auch etwas lernen kann, wenn man die positiven Ergebnisse sieht, dass man sagen kann, okay, das hat nicht funktioniert, das hat schon funktioniert. Vielleicht können wir aus dem, was gut funktioniert hat, etwas lernen, um das zu verbessern, was nicht funktioniert hat. Und deshalb positive Ergebnisse wahnsinnig nützlich, also quasi eigentlich eine Art von Positive Reinforcement auch, wenn man so will. Einerseits, um für Wohlwollen zu sorgen, andererseits, um auch dafür zu sorgen, dass die Leute wissen, was gut ist, damit sie es nicht versehentlich verschlechtern können, wenn man so will. Gut, zusammenfassend am Schluss noch ein Test, ein Usability-Test ist immer besser als kein Test. Ich glaube, Usability-Testing ist etwas, was noch kein Produkt und kein System schlechter gemacht hat. Man kann, glaube ich, auch sagen, dass Usability-Testing etwas ist, was fast jeder machen kann. Man muss es nur machen, man muss sich halt die Zeit nehmen, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Es ist Arbeit, das werden Sie jetzt auch selber im Übungsteil feststellen. Es ist insbesondere dann viel Arbeit, wenn man das Ganze gründlich plant, wenn man es sauber dokumentiert. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, in der Praxis, man kann Tests auch mit geringerem Aufwand betreiben, wenn es an Ressourcen fehlt. Und wie gesagt, wenn es an Ressourcen fehlt, dann ist es, glaube ich, immer noch besser und empfehlenswerter zu sagen, ich mache jetzt einen sehr kleinen, informellen Test mit Kompromissen, bevor man überhaupt keinen Usability-Test macht. Und man muss immer im Hinterkopf behalten, man macht Usability-Tests, um etwas zu lernen und Fehler zu finden und meistens findet man auch welche. Also wenn Sie einen Usability-Test durchführen und am Ende stehen Sie da und sagen, ich habe da jetzt nichts gefunden und nichts gelernt, dann würde ich Ihnen unterstellen, dass Sie da etwas gravierend falsch gemacht haben oder dass Sie wirklich ganz, ganz stur die Augen vor den Problemen verschlossen haben, weil eigentlich bei jedem Usability-Test, den man macht, findet man immer irgendetwas, was man lernen kann und was man besser machen kann und was man verbessern könnte. Und zu guter Letzt kann man, glaube ich, auch sagen, Usability-Testing ist etwas, was Spaß machen kann und was vielleicht auch Spaß machen sollte. Es gibt sicher bei jedem Usability-Test Dinge, die lästig sind, die einem mühsam sind, die man nicht so gern macht. Wenn man einen langen Abschlussbericht schreiben muss, dann ist das vielleicht nicht so lustig. Wenn man ein langes Planungsdokument schreiben muss, dann ist das nicht so lustig. Ein Teil, der mir persönlich immer ganz, ganz schwer fällt und sehr, sehr wenig Freude bereitet, ist die Rekrutierung von Testpersonen. Das finde ich persönlich immer wahnsinnig, wahnsinnig mühsam. Aber muss man halt machen. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann die einzelnen Testsessions mit den Testpersonen durchführt, wenn man denen bei der Arbeit zuschaut, wenn man da auf Dinge draufkommt, an die man selber nie gedacht hätte, auch dieses Zwischenmenschliche einfach in der Interaktion mit den Testpersonen, dann ist das, glaube ich, etwas, was durchaus Spaß machen kann und was, glaube ich, auch Spaß machen sollte. Und wenn Sie jetzt im Rahmen von dieser Lehrveranstaltung im Übungsteil feststellen, das macht Ihnen keinen Spaß, gut, dann muss man halt vielleicht auch sagen, ist halt vielleicht nichts für Sie. Es muss ja nicht jeder Usability-Tester oder Testerin werden. Ganz zum Schluss, als abschließende Empfehlung habe ich auch noch einen Buchtipp für Sie, nämlich das Buch Rocket Surgery Made Easy von Steve Krug. Steve Krug, ein Autor, der hat auch ein anderes sehr berühmtes Buch über Usability geschrieben, Don't Make Me Think, kennen Sie vielleicht, ist ein sehr berühmtes Buch zum Thema Web Usability. Und Rocket Surgery Made Easy war eben sein zweites Buch, ist im Jahr 2010 rausgekommen. Und das ist insofern bemerkenswert, weil es ein sehr praktischer Zugang zum Thema Usability Testing ist. Also wenn Sie sich viele Sachbücher zum Thema Usability Testing anschauen, dann sind das oft sehr, sehr lange und sehr dicke Bücher mit 300, 400, 500 Seiten. Die sind oft auch wirklich trocken geschrieben und machen nicht viel Spaß, dass man sie liest. Und die sind oft auch sehr, sehr theoretisch. Und dieses Buch ist quasi das Gegenteil davon. Das ist sehr praktisch, das ist kurzweilig, das ist unterhaltsam, das sind
168 Seiten. Das ist auch etwas, was einen ab und zu zum Schmunzeln bringt und wo man wirklich auch seine Freude dabei hat, wenn man das durchliest. Und es ist vor allem ein pragmatischer Zugang, sage ich auch dazu. Also ich würde sagen, das ist ein Buch, in dem beschrieben wird, wie man informelle Usability-Tests macht. Also nicht, wie man jetzt quasi wissenschaftlich den Ansprüchen eines wissenschaftlichen Studiendesigns einen Usability-Test macht, als professionelles Labor, sondern wie man es quasi selber quick and dirty, informell in der Praxis mit vernünftigen Annahmen, mit vernünftigen Best Practices umsetzen kann. Also das nur als Buchtipp. Bin mir nicht sicher, ob es das Buch auch in der TU-Bibliothek gibt, könnte ich mir aber gut vorstellen, weil in diesem Safari Online, wenn man es in der TU-Bibliothek Zugriff bekommt, findet man eh sehr viele Bücher. Schauen Sie vielleicht mal nach. Ist auf jeden Fall ein großer Tipp von mir. Also sehr schönes und wirklich auch kurzweiliges und angenehm zu lesendes Buch zum Thema Usability Testing. Gut. Soviel also erst einmal zum Thema Usability Testing, damit wir mit dem Block oder mit dem Themenkomplex einmal für heute abschließen. Kommen wir jetzt zum Schluss noch kurz zu einem anderen, aber auch verwandten Thema, nämlich der Qualität von Evaluierungsmethoden. Wir haben jetzt im Rahmen der Lehrveranstaltung schon eine ganze Reihe von unterschiedlichen Evaluierungsmethoden kennengelernt. Cognitive Walkthrough, heuristische Evaluierung, Usability Testing und so weiter. Beziehungsweise gibt es auch darüber hinaus noch eine Vielzahl an anderen Evaluierungsmethoden im Bereich des Usability Engineerings, die man verwenden kann. Und das wirft dann natürlich nicht zuletzt auch die Frage auf, welche Qualitätsunterschiede haben diese unterschiedlichen Methoden, die es da im Usability Engineering gibt. Und zuallererst, bevor wir uns natürlich mit der Frage nach der Qualität einer Methode auseinandersetzen können, ist die Frage, wie lässt sich die Qualität einer Methode überhaupt beurteilen? Und im Wesentlichen gibt es da unterschiedliche Faktoren, die damit hineinspielen. Ein ganz wesentlicher Faktor ist natürlich die Vollständigkeit. Da geht es um die Frage, finde ich damit möglichst viele Probleme, beziehungsweise auch finde ich die möglichst dringenden oder die wichtigsten, die schwerwiegendsten Probleme anhand einer Methode. Ein anderes Qualitätskriterium für Evaluierungsmethoden ist natürlich die Objektivität. Das heißt, die Ergebnisse von einer Evaluierungsmethode sollten möglichst unbeeinflusst sein von den subjektiven Einschätzungen, Meinungen, von den subjektiven Einflüssen der durchführenden Personen. Das heißt, wenn unterschiedliche Personen dieselbe Evaluierung oder dieselbe Evaluierungsmethode anwenden, dann sollten dabei dieselben Ergebnisse rauskommen, weil eben die Ergebnisse nicht subjektiv gefärbt sein sollten, sondern möglichst objektiv. Also die Ergebnisse von so einer Methode, die sollten nicht einfach nur ein Bauchgefühl zum Ausdruck bringen, die sollten auch nicht einfach nur zum Ausdruck bringen, ich glaube, das ist halt so, sondern die sollen sich auch objektivieren lassen und die sollen auch quasi über diese Einzelmeinung hinausgehen. Und viele von diesen Evaluierungsmethoden, die zielen eben ganz, ganz vorrangig darauf ab, eben Objektivität sicherzustellen und zu gewährleisten, zumindest möglichst gut zu gewährleisten, indem sie eben einen systematischen, strukturierten Analysezugang bereitstellen. Ein weiterer Faktor, um jetzt die Qualität, oder und einer der wichtigsten Faktoren, um jetzt die Qualität einer Evaluierungsmethode zu beurteilen, ist die Reliabilität. Und bei der Reliabilität geht es im Wesentlichen in erster Linie darum, ob sich die Ergebnisse von einer Evaluierung unabhängig reproduzieren lassen. Das hängt natürlich dementsprechend auch sehr stark mit der Objektivität zusammen, weil damit etwas reliabel sein kann, muss es natürlich auch objektiv sein, weil sonst ließe es sich nicht unabhängig reproduzieren. Und auch, ob diese Ergebnisse quasi konsistent sind. Also wenn ich immer wieder dieselbe Evaluierung durchführe oder dieselbe Art von Datenerhebung, bekomme ich da immer dieselben Ergebnisse raus. Und ein anderer Faktor, der ebenfalls wichtig ist, um die Qualität von Methoden zu beurteilen, ist dann die Validität. Und da geht es quasi um die Frage, sind meine Ergebnisse korrekt? Bekomme ich überhaupt gültige, richtige, korrekte Ergebnisse raus? Und idealerweise sollte eine Evaluierungsmethode natürlich reliabel und valide sein. Das entspricht quasi dem, was Sie hier auf der Folie rechts unten in diesem Bild sehen. Das wäre ein Beispiel für eine Methode, die reliable und valide Ergebnisse liefert. Die einzelnen Messungen, also wenn man die schwarzen Punkte auf dieser Zielscheibe als einzelne Messungen betrachtet, die streuen nicht, sondern die sind kompakt geclustert. Und sie treffen ins Ziel. Sie treffen in der Mitte von der Zielscheibe, also sie sind korrekt, sie kommen dorthin, wo sie hinkommen sollen.
Auf der anderen Seite eine Methode, die zwar reliabel, also zuverlässig ist, aber nicht valide, wäre das, was Sie links unten in dieser Grafik sehen. Die Ergebnisse streuen nicht, sie sind also konsistent, sie sind reproduzierbar, sie sind immer im selben Quadranten oder im selben Bereich auf dieser Zielscheibe. Sie sind aber weit am Ziel vorbei. Das heißt, sie sind nicht korrekt. Sie bringen nicht das zum Ausdruck, was man eigentlich zum Ausdruck bringen möchte. Auf der anderen Seite ein Beispiel für Ergebnisse, die zwar valide sind, aber nicht reliabel, sehen Sie rechts oben in dieser Grafik. Da sieht man die Ergebnisse, also wenn man wieder diese Einschüsse auf dieser Zielscheibe als Ergebnisse betrachtet, die streuen wahnsinnig weit, sie sind also nicht konsistent, sie sind nicht reproduzierbar. Man sieht aber, sie streuen rund um die Mitte von der Zielscheibe herum. Das heißt, sie treffen zwar nicht ins Ziel, aber quasi sie verteilen sich gleichmäßig um das Ziel, auf das man hingeht. Und links oben sieht man dann ein Beispiel, was wäre, wenn eine Methode nicht reliabel und nicht valide ist. Da sieht man einerseits, die Ergebnisse streuen wahnsinnig, das heißt, sie sind nicht konsistent, sie sind nicht gut reproduzierbar und gleichzeitig sind sie auch nicht valide, weil sie diesen Bias haben, weil sie sich eben nicht gleichmäßig um die Mitte von der Zielscheibe verteilen, sondern eben einen systematischen Bias nach oben haben. Und idealerweise will man eben Methoden haben, die reliabel sind, also konsistente Ergebnisse liefern, reproduzierbare Ergebnisse liefern und natürlich auch korrekte Ergebnisse. Korrekte Ergebnisse im Sinn von Ergebnisse, die stimmen. Und wenn man von der Validität von Methoden spricht, dann muss man noch einmal zusätzlich unterscheiden zwischen der internen Validität und der externen Validität von Evaluierungsergebnissen. Und mit interner Validität ist im Wesentlichen gemeint die Vermeidung von Störfaktoren, von störenden Einflüssen, die ein Ergebnis systematisch verzerren können. Und mit externer Validität ist gemeint die Generalisierbarkeit über den Test hinaus. Also dass man quasi sagen kann, die Ergebnisse, die ich im Rahmen des Tests oder im Rahmen der Evaluierung erhoben habe, die gelten nicht nur für diesen Test, die gelten nicht nur bei mir im Labor, sondern die kann ich verallgemeinern auf die Welt da draußen. Die kann ich verallgemeinern auf andere Einsatzorte, auf andere Menschen, über die Testpersonen hinaus und so weiter. Und sehr häufig ist es so, dass diese zwei Faktoren der internen und der externen Validität in einem Widerspruch stehen oder dass man nicht beides gleichermaßen realisieren kann, dass man quasi zu einem Trade-off zwischen interner und externer Validität gezwungen wird. Ein Beispiel dazu vielleicht. Angenommen, Sie möchten eine Website oder eine Web-Applikation im Rahmen von einem Usability-Test evaluieren. Dann könnte man wahrscheinlich davon ausgehen, dass ein Faktor, der einen Einfluss auf die Ergebnisse haben kann, also ein Störfaktor, eine Störvariable, der verwendete Browser ist, in dem das Ganze evaluiert wird. Also jetzt vielleicht nicht, wenn man einen zeitgemäßen Browser verwendet, beziehungsweise heutzutage gibt es eh nicht mehr viele verschiedene Browser. Aber wenn man jetzt praxisnah bleiben will, angenommen, jemand verwendet den Internet Explorer 6, wieder besseres Wissen, dann könnte man davon ausgehen, dass die Verwendung von diesem uralten Browser wahrscheinlich die Ergebnisse stören und verzerren wird, weil der einfach nicht mehr auf dem aktuellen technischen Stand ist. Das heißt, die Art des Browsers, die man verwendet, um diese Website zu evaluieren, ist eine Störvariable, ist ein potenzieller Störfaktor für die Ergebnisse. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich will diese Störvariable vermeiden, ich will diesen Störfaktor vermeiden und das kann ich auch sehr einfach. Eine einfache Variante oder eine einfache Möglichkeit, um Störvariablen zu eliminieren, ist, dass man sagt, ich kontrolliere sie. Ich lege quasi eine bestimmte Ausprägung für diese Störvariable fest und dadurch ist das quasi fixiert und nicht mehr variabel und kann mir jetzt keinen systematischen Bias in die Ergebnisse reinhauen. Im Fall von so einem Usability-Test von einer Website könnte das zum Beispiel bedeuten, alle meine Testpersonen müssen diese Website mit der aktuellsten Version von Chrome verwenden. Dann hier verwendet jede Testperson denselben Webbrowser und damit ist quasi dieser Störfaktor eliminiert und ich muss mir den Kopf nehmen, um darüber zu brechen.
Auf der anderen Seite, wenn Sie das machen, wenn Sie jetzt diese Störvariable des Webbrowsers auf aktuellste Version von Chrome fixieren, dann bedeutet das natürlich auch, dass die externe Validität ein Stück weit darunter leidet. Weil wenn jetzt jemand tatsächlich daheim sitzt vor seinem 20 Jahre alten Windows 95 Rechner, auf dem noch immer Internet Explorer 6 draufläuft, dann wird der in der realen Welt da draußen, wenn er bei sich zu Hause arbeitet, mit seinem Browser, den er jeden Tag verwendet, natürlich diese Probleme haben. Aber dadurch, dass sie quasi diesen Umstand nicht mehr abbilden in ihrem Versuchsaufbau, leidet quasi die externe Validität der Ergebnisse, die sie aus dem Test rausbekommen. Weil dann können sie am Ende quasi nur sagen, okay, wir haben die Usability von dieser Website in der aktuellsten Version von Chrome getestet. Ob das jetzt generalisierbar ist auf die aktuellste Version von Firefox oder von Safari oder auf ältere Versionen von Internet Explorer und so weiter, das ist dann nicht mehr gegeben. Das heißt, sie vermeiden zwar die Störvariable, aber gleichzeitig leidet darunter die Generalisierbarkeit über den Test hinaus. Und das ist sehr häufig so, wenn man sich mit Studiendesigns, also nicht nur Usability-Tests, auch generell mit wissenschaftlichen Studien auseinandersetzt, dass man sehr häufig mit diesem Trade-off, mit dieser Herausforderung konfrontiert ist, dass man da entscheiden muss, was ist mir jetzt wichtiger? Ist es mir wichtiger, Störvariablen zu vermeiden, um die interne Validität zu gewährleisten? Oder ist es mir wichtiger, oder nehme ich Störvariablen in Kauf, um dafür die Generalisierbarkeit über den Test hinaus zu gewährleisten. Genau. Man muss auch dazu sagen, die Gesamtqualität von unterschiedlichen Evaluierungsmethoden ist in der Praxis sehr schwer exakt festzustellen. Also wenn es zum Beispiel um die Vollständigkeit oder um die Validität der Ergebnisse von einer Evaluierung geht, dann ist das etwas, was sich nur sehr schwer exakt festmachen lässt, weil es ganz einfach keine Möglichkeit gibt, mit Sicherheit festzustellen, dass man tatsächlich alle Usability-Probleme gefunden hat, weil es so etwas wie eine perfekte Usability an sich schon einmal nicht gibt und weil es auch keine perfekten Evaluierungsmethoden gibt, mit denen man quasi diesen absoluten Vergleichswert irgendwie feststellen könnte. Und dementsprechend ist es natürlich auch schwierig, dass man sagt, ich kann jetzt die Vollständigkeit und Korrektheit meiner Ergebnisse exakt beurteilen und exakt bemessen. Eine andere Herausforderung ist auch, wenn man sich in der Praxis anschaut, dass viele Studien, die sich mit der Frage der Effektivität von Methoden auseinandersetzen, dass die sehr häufig einen rein quantitativen Zugang wählen, dass man sich quasi nur anschaut, wie viele Probleme wurden gefunden, dass dabei aber oft nicht besonders darauf geachtet wird, wie schwer diese Probleme sind, wie dringlich diese Probleme sind. Ein anderes Problem ist auch bezüglich der Gesamtqualität von einer Methode ist auch, dass die Objektivität von einer Methode natürlich schwer feststellbar ist, insbesondere von qualitativen Methoden. Sehr viele angewandte Usability-Evaluierungsmethoden sind qualitative Methoden. Und qualitative Methoden erlauben immer einen gewissen Interpretationsspielraum und sind deshalb immer ein Stück weit auch subjektiv. Das ist einfach in der Natur der Sache. Das wird man nicht los, da kommt man nicht drum herum. Und zu guter Letzt, wenn man sich die Reliabilität, also die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse anschaut, dann muss man dann auch sagen, dass in der Praxis Usability-Tests nur selten exakt wiederholt werden, weil das bringt einem halt nicht viel und es ist viel Arbeit und man hat nicht viel davon. Und deshalb wird es in der Praxis oft nicht gemacht. Es gibt aber zum Glück vereinzelt eben Fallstudien und Metastudien aus der Wissenschaft, aus dem akademischen Umfeld, die einen zumindest einen groben Überblick und eine grobe Abschätzungsmöglichkeit über die Effektivität unterschiedlicher Evaluierungsmethoden geben können. Ich möchte an der Stelle auch nochmal zurückkehren zu diesem Zitat über Usability-Testing, das ich Ihnen ganz zu Beginn der vierten Vorlesung gezeigt habe von Lukas Mathis. If you ask 10 Usability-Experts how to run a valid Usability-Test, you'll get about 20 different answers. Es gibt eben auch sehr viele Möglichkeiten, wie man einzelne Methoden zur Anwendung bringen kann. Das heißt, die Methode an sich lässt sich oft auch nicht so leicht als solches hinsichtlich ihrer Qualität beurteilen, weil ein Usability-Test kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Da gibt es sehr, sehr viel Gestaltungsspielraum, da gibt es sehr, sehr viel Entscheidungsspielraum auf Seiten der Leute, die das Ganze vorbereiten, planen, operativ durchführen. Da gibt es nicht die eine Art und Weise, wie man jeden Usability-Test macht. Und dementsprechend ist es auch natürlich auch wahnsinnig schwierig, dass man jetzt allgemeine Aussagen darüber trifft, wie zuverlässig Usability Testing als Methode an sich jetzt ist.
Das heißt, eigentlich eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, wie gut diese Evaluierungsmethoden sind oder wie gut Usability Testing funktioniert. Es gibt aber ein sehr schönes Projekt, das sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Das ist ein Projekt, das heißt Comparative Usability Evaluation, abgekürzt Q. Das wird seit über 20 Jahren von Rolf Mollich betrieben im Rahmen dieser Forschungstätigkeit, im Rahmen dieser 20 Jahre oder im Laufe dieser 20 Jahre wurden bisher zehn einzelne Studien durchgeführt. Und diese Studien, die zielen eben darauf ab, dass man versucht zu untersuchen, welche Faktoren die Ergebnisse von Usability-Tests beziehungsweise auch von unterschiedlichen Evaluierungsmethoden beeinflussen, wie stark die Anwendung von diesen Methoden auch untereinander abweicht und auch wie stark diese unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten und diese unterschiedlichen Ausprägungen der Methoden dann schlussendlich die Ergebnisse der Methode beeinflussen. Und ich möchte mir jetzt ganz kurz beispielhaft eine von diesen Studien anschauen, die allererste aus dem Jahr 1999. Das war eine ganz interessante Studie. Da ist es eben darum gegangen, sich anzuschauen, wie unterschiedliche Teams Usability-Tests durchführen. Und da war eben die Vorgehensweise, dass quasi Teams rekrutiert wurden, die professionell Usability-Tests durchführen aus dem industriellen und akademischen Umfeld. Insgesamt haben vier Teams, vier Labors, vier Institutionen an dieser Untersuchung teilgenommen. Und diese vier Teams, die haben dieselbe Software zur Verfügung gestellt bekommen, mit der sie einen Usability-Test durchführen sollten. Und darüber hinaus haben sie aber sehr wenig Instruktionen bekommen. Also da wurde quasi nur gesagt, macht's damit einen Usability-Test, so wie ihr das halt typischerweise machen würdet. Und die haben dann diese vorgegebene Software evaluiert und die Testberichte abgeliefert. Und diese Testberichte und die Vorgehensweisen der einzelnen Teams, die wurden dann im Rahmen dieser Studie miteinander verglichen. Und da lassen sich einige wirklich, finde ich, bemerkenswerte Unterschiede zwischen diesen vier Teams feststellen. Wenn Sie die Ergebnisse im Detail interessieren, empfehle ich Ihnen, lesen Sie sich das Paper durch. Das werde ich auch im Two-Way-Kurs posten. Aber vielleicht nur ein paar Highlights oder ein paar besonders interessante Zahlen, die ich rausgreifen möchte. Das erste ganz oben hier in der Zeile, wenn man sich anschaut, die Anzahl der Probleme, die von den Teams berichtet wurden, da sieht man, das geht enorm weit auseinander. Also Team B hat mit Abstand die meisten Probleme gefunden, nämlich 98. C und D, kann man sagen, die sind so im Mittelfeld mit 25 beziehungsweise 35 Problemen. Und Team A hat fast gar keine Probleme gefunden, nämlich nur 4. Also der Unterschied zwischen 4 gefundenen Problemen und 98 gefundenen Problemen, der ist schon enorm. Da müssen Sie mir, glaube ich, zustimmen. Und was auch ganz interessant ist, insgesamt wurden über alle vier Teams hinweg 162 Probleme gesamt gefunden, davon 141 unterschiedliche Probleme. 13 der gefundenen Probleme wurden von mehr als einem Team gefunden und nur ein einziges Usability-Problem wurde von allen vier Teams gefunden. Und gut, ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend, dass wenig Probleme von allen vier gefunden wurden, weil Team A eben generell so wenig Probleme gefunden hat. Und Sie wundern sich jetzt vielleicht, wieso die so wenig gefunden haben. Und der Grund dafür ist relativ einfach erklärt, nämlich Team A hat im Wesentlichen, Team A hat im Wesentlichen eine komplett andere Art von Usability-Test durchgeführt als Teams B, C und D, weil Team A hat einen rein quantitativen Usability-Test gemacht, wo sie quasi gesagt haben, wir lassen die Testpersonen kurz mit der Software arbeiten, danach drücken wir ihnen einen Fragebogen in die Hand und das, was sie bei dem Fragebogen ankreuzen, das sind im Wesentlichen die Ergebnisse. Also einen rein summativ-quantitativen Test. Und Teams B, C und D haben einen überwiegend qualitativen, einen überwiegend formativ-qualitativen Test gemacht. Und da sieht man eben auch, dass diese Zielsetzung, diese Charakteristik von dem Test maßgeblich beeinflusst, was dabei rauskommt. Also wenn man keine Probleme sucht, so wie Team A nicht nach Problemen gesucht hat, dann findet man auch keine. Das schlägt sich natürlich auch in den Ergebnissen wieder. Das Zweite, was sehr, sehr interessant auch ist, ist die Aufwände, die da reingeflossen sind und auch die Teamgröße und die Teamstruktur beziehungsweise die Anzahl der Testpersonen, die da mitgemacht hat. Und man sieht da sehr schön, der Aufwand ist eigentlich relativ unterschiedlich. Oder es gibt zwei Cluster, wenn man so will. Team A und C waren eigentlich beide sehr schnell mit ungefähr 25 Stunden.
Und Team B und D waren relativ langsam mit 70 bis 80 Stunden, also auch hier wieder relativ gravierender Unterschied. Was in dem Zusammenhang auch bemerkenswert ist, wenn man sich anschaut, die Teamgröße, die involviert war, man sieht, Team C war quasi nur eine einzelne Person. Da sieht man, wie effizient man alleine arbeiten kann. Auf der anderen Seite, Team D war am größten und hat dementsprechend auch den höchsten Personenaufwand. Da sieht man, wie viele Reibungsverluste in jeder teambasierten Arbeit zwangsläufig stattfinden, wenn man sich quasi mit Teamkollegen abstimmen und zusammenarbeiten muss. Und was auch noch ganz interessant ist, die Anzahl an Tests, die durchgeführt wurden, also Test-Sessions, wenn Sie da Number of Tests lesen, damit sind Test-Sessions genannt, oder Testpersonen auch, die mitgemacht haben. Und Team A hat eben, wie gesagt, einen summativ-quantitativen Test gemacht. Man sieht es ja schon, 18 Testpersonen, eine enorm hohe Anzahl an Testpersonen. Und die einzelnen Test-Sessions haben extrem kurz gedauert, zwischen 4 und 32 Minuten. Kann man gar nicht vorstellen, wie man einen Usability-Test in 4 Minuten machen soll, aber okay. Während die Test-Sessions, also, oder die Anzahl an Tests beziehungsweise Testpersonen bei Team B, C und D, die die qualitativen Tests gemacht haben, eben bei 4 bis 5 gelegen hat. Das entspricht wieder ungefähr dieser Empfehlung von Nielsen auch, über die wir letzte Woche schon gesprochen haben. Und die einzelnen Test-Sessions haben deutlich länger gedauert, mit 1 bis 2 Stunden eben typischerweise. Auch ansonsten noch einige interessante Findings in dem Paper, die jetzt nicht aus der Tabelle hervorgehen. Zum Beispiel, alle 4 Teams haben als Fragebogen für den Test den SUMI-Questionnaire verwendet. Das ist auch ein sehr anerkannter Test, ein sehr anerkannter Fragebogen, vor allem auch ein sehr langer, ein sehr detaillierter Fragebogen. Und was interessant war, alle 4 Ergebnisse, die bei diesem SUMI-Fragebogen rausgekommen sind, die waren sehr konsistent. Also das zeigt auch die Zuverlässigkeit und die hohe Reliabilität von diesem SUMI-Fragebogen, dass da quasi bei allen 4 Tests unabhängig voneinander sehr, sehr ähnliche Ergebnisse rausgekommen sind. Und auch einige bemerkenswerte Shortcomings oder Schwächen, die man in allen Tests gefunden hat. Zum Beispiel, keiner der Testberichte hat Erfolgsraten oder Zeitmessungen beinhaltet. Alle Testberichte haben wenig positive Ergebnisse oder überwiegend gar keine positiven Ergebnisse einbezogen. Und auch ein anderes Shortcoming, ich glaube, nur einer von diesen 4 Testberichten hat irgendwelche Screenshots eingebaut, was für mich auch irgendwie ein Wahnsinn ist, weil naheliegenderweise sind Screenshots natürlich super nützlich und super wertvoll für die Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit von so einem Testbericht. Auf der anderen Seite, um auch den durchführenden Teams noch quasi zur Seite zu stehen und ihre Arbeit zu verteidigen, wenn man so will. Die Durchführenden von dieser Studie haben danach auch bei den Teams angefragt, was sie jetzt von diesem Studienablauf und Studienaufbau gehalten haben. Und die haben eigentlich einheitlich die Kritik gehabt, dass sie eine zu geringe Zusammenarbeit mit den Auftraggebern im Rahmen dieser Studie gehabt haben, dass sie typischerweise einen viel engeren Kontakt mit den Auftraggebern haben, dass sie sich viel enger abstimmen, dass sie viel konkretere Vorgaben bekommen, was sie im Rahmen des Tests machen sollen und dass ihnen das enorm abgegangen ist bei der Durchführung von diesem Test. Auf jeden Fall denke ich, ein sehr interessantes Beispiel dafür, wie unterschiedlich man Usability-Tests planen, durchführen, operationalisieren kann, beziehungsweise auch ein sehr schönes und anschauliches Beispiel, wie stark die Art des Tests dann schlussendlich die Art der Ergebnisse von seinem Usability-Test beeinflusst. Und auch ganz interessant, auf dieser Q-Website, also auf dieser Website zu dem Projekt, finden Sie auch direkt auf der Startseite 5 Key Findings, die auch ganz interessant sind, die ich Ihnen an der Stelle nochmal kurz auch vorstellen, zusammenfassen möchte. Eines der Key Findings, 5 Users are not enough. Also 5 Testpersonen sind quasi nicht genug. Das ist quasi in direktem Widerspruch zu dem, was ich Ihnen letzte Woche gesagt habe, von dieser Empfehlung von Jacob Nielsen, der eben sagt, 5 ist die ideale Anzahl an Testpersonen. Man muss aber vorsichtig sein, man muss genauer hinschauen und genauer lesen, weil das, was Rolf Mohlig da in dieser Zusammenfassung oder in diesem Q-Findings sagt, ist nicht, dass 5 Testpersonen generell zu wenig sind, sondern dass 5 Testpersonen nicht genug sind, um alle Usability-Probleme zu finden. Und das ist, glaube ich, etwas, was eh naheliegend ist. Das ist auch etwas, was Jacob Nielsen nicht abstreitet. Mit 5 Testpersonen werden Sie nicht alle Probleme finden. Er räumt aber dennoch auch ein, und das ist, glaube ich, auch das, worauf eben Nielsen hinaus will, 5 Testpersonen sind genug, um ein nützliches, iteratives
Modell oder einen nützlichen iterativen Entwicklungszyklus voranzutreiben. Also für formativ-qualitative Tests ist diese Empfehlung mit den 5 Testpersonen durchaus haltbar. Ein anderes Finding ist, man findet mit Usability-Tests und Usability-Evaluierung wahnsinnig, wahnsinnig viele Probleme. Ich habe es eh vorhin schon gesagt, wenn Sie einen Usability-Test machen und dabei nichts finden, dann gehe ich davon aus, Sie haben etwas falsch gemacht. Sie haben zum Beispiel im Rahmen Ihrer Untersuchungen bei State-of-the-Art-Websites mitunter weit über 300 Usability-Probleme gefunden. Ein weiteres interessantes Finding aus den Studien, also aus der Q4-Studie spezifisch, war, dass Usability-Inspektionsmethoden nützlich sind und dass Usability-Inspektionsmethoden vergleichbar gute Ergebnisse wie Usability-Tests liefern können, wenn sie von Experten durchgeführt werden. Ist ein interessantes Finding, ist auch etwas, wo es durchaus andere Stimmen und andere Behauptungen in der Literatur gibt, die dem eher widersprechen würden. Viertes interessantes Finding, das Design von guten Tasks für einen Usability-Test ist schwierig und das ist auch etwas, wo sich auch wieder große individuelle Unterschiede zwischen unterschiedlichen Testteams feststellen lassen. Also hier wird referenziert die Q2-Studie, wo von 9 unterschiedlichen Teams 51 Tasks, also 51 unterschiedliche Tasks definiert wurden. Und wo man dann in der Analyse von diesen 51 Tasks auch festgestellt hat, dass alle von denen gut durchdacht sind, dass die alle durchaus geeignet sind, aber dass es eben wenig Übereinstimmung gibt. Und dass das insbesondere auch ein Zeichen dafür ist, dass man eben im Rahmen von einem Usability-Test ein System nicht in seiner Gesamtheit evaluieren kann. Und zu guter Letzt ein weiteres Key-Finding, dass viele Usability-Testberichte Qualitätsprobleme aufweisen. Also der Testbericht an sich, also so Dinge wie eben fehlende positive Ergebnisse, eine Management-Summary, die den Bericht zusammenfasst oder der Einbau von Screenshots, das sind alles so Dinge, die eigentlich nicht fehlen sollten und die aber in der Praxis dann offensichtlich erstaunlicherweise oft gefehlt haben. So, ich habe jetzt zum Schluss noch eine Folie. Ich möchte noch ganz kurz nämlich auch bleiben bei diesem Punkt: Usability Inspections are useful. Das ist eine Finding hier auf der Folie, wo ich schon gesagt habe, das ist durchaus nicht unumstritten und da gibt es auch andere Studien, die dem widersprechen würden. Und dazu möchte ich Ihnen noch eine andere interessante Untersuchung kurz vorstellen, kurz erzählen, kurz zusammenfassen, die nämlich zu einem anderen Ergebnis gekommen ist. Also, ich würde das nicht unhinterfragt glauben und so stehen lassen, dass Usability-Inspektionen genauso gut funktionieren wie Usability-Tests. Eine Studie von Claire-Marie Carrat aus dem Jahr 1992, wo es darum ging, eben verschiedene Inspektionsmethoden mit der Usability-Test-Methode zu vergleichen. Und im Rahmen dieser Untersuchung wurden zwei Inspektionsmethoden, zwei Inspektionsansätze mit einem Usability-Test verglichen. Einmal ein Einzel-Walkthrough. Das ist quasi so ähnlich wie der Cognitive Walkthrough, wo quasi 6 Experten, 6 Personen einen Einzelwalkthrough durchgeführt haben und versucht haben, Usability-Probleme zu finden. Dann eine Team-Walkthrough-Methode, wo 6 Teams bestehend aus 2 Personen, also insgesamt 12 Experten, 6 Team-Walkthroughs gemacht haben, also 6 mal 2 Personen für wiederum 6 Team-Walkthroughs. Und versucht dann, möglichst viele Probleme zu finden. Und dann eben auch noch ein Usability-Test mit 6 Testpersonen, also 6 Test-Sessions. Also auch wieder 6 Test-Sessions, die dann eben Probleme zum Vorschein bringen sollten. Und wenn man sich den Vergleich anschaut, dann sieht man, bei diesen Einzel-Walkthroughs sind ungefähr 142 Problem-Tokens, also quasi Einzelverstöße, sowas wie rohe Problemtokens generiert worden von den 6 Evaluatorinnen und Evaluatoren. Beim Team Walkthrough interessanterweise fast doppelt so viele, 222 Problemtokens generiert in diesen 6 Sessions. Das heißt, das zeigt sehr schön auch, oder das bestätigt sehr schön auch diesen Spruch, diese Daumenregel, 4 Augen sehen einfach mehr als 2. Und beim Usability-Test mit 6 Testpersonen wurden aber viel, viel mehr von diesen Problem-Tokens generiert, nämlich insgesamt 822 Problem-Tokens. Und ähnlich zu diesem Konsolidierungsprozess, den ich Ihnen eingangs vorgestellt habe, wurden dann diese Problem-Tokens, also diese rohen Usability-Daten, dann zu konkreten Usability-Problemen zusammengefasst.
Und beim Einzelwalkthrough sind rausgekommen 35 Significant Problem Areas, also dringende Usability-Probleme, wenn man so will. Beim Team-Walkthrough sind rausgekommen 37 Significant Problem Areas, also dringende Usability-Probleme. Und beim Usability-Test sind 67 Significant Problem Areas rausgekommen, also fast doppelt so viele wie bei den Walkthrough-Methoden. Zusätzlich kamen bei den Walkthrough-Methoden 55 bzw. 53 No-Action-Areas raus. Das ist quasi etwas, wo man gesagt hat, wir haben hier jetzt Problem-Tokens generiert, aber in der Analyse und Konsolidierung haben wir befunden, dass diese Problem-Tokens eigentlich gar nicht auf ein Problem hinweisen. Also da muss man nichts tun. No-Action-Area heißt, ist kein Problem, muss man nichts machen. Das heißt, sehr, sehr viele False Positives, wenn man so will, die da bei diesen Walkthroughs rausgekommen sind, während beim Usability-Test nur ungefähr genau 23 von diesen No-Action-Areas rausgekommen sind. Und zu guter Letzt Unique Problem Areas, damit ist gemeint ein Problem, das nur mit dieser Methode und nicht mit den anderen gefunden wurde. Da gab es beim Einzelwalkthrough 2, beim Teamwalkthrough 1 und beim Usability Test 21. Also sehr, sehr viele Unique Problem Areas, die mit den Walkthrough-Methoden überhaupt nicht gefunden wurden und mit dem Usability-Test eben schon. Und diese Untersuchung oder diese Ergebnisse, die widersprechen eben, glaube ich, recht deutlich und recht heftig und recht vehement auch dem, was man vorhin in diesen Key Findings von Molich gelesen hat, dass man eben schon, glaube ich, oft, oder dass man zumindest in dem Fall sagen kann, dass der Usability-Test deutlich bessere Ergebnisse gebracht hat als die Inspektionsmethoden, weil eben viel mehr Probleme gefunden wurden, weil viel weniger False Positives aufgetreten sind und auch weil viele Probleme gefunden wurden, die nur mit dem Test und nicht mit den Inspektionsmethoden gefunden wurden. Ist aber grundsätzlich eine nicht unumstrittene Frage. Also wenn Sie sich mit Evaluierungsmethodik auseinandersetzen und sich verschiedene wissenschaftliche Papers und akademische Arbeiten dazu anschauen, da gibt es Ergebnisse, die in die unterschiedlichsten Richtungen ziehen. Also da ist es gar nicht so leicht, einen Konsens zu finden. Ich persönlich glaube eher, dass man in der Regel mit einem Usability-Test bessere Ergebnisse und vor allem zuverlässigere Ergebnisse als mit einer Inspektionsmethode rausbekommt, weil man eben, glaube ich, bei Inspektionsmethoden sich mehr auf Spekulationen und subjektive Einschätzungen der Evaluatorinnen und Evaluatoren verlässt, während der Usability-Test einfach praxisnäher der realen Verwendung eines Systems entspricht.